Seliges Licht, erfülle die Herzen derer, die dir gläubig haben. Nichts ist den Menschen heil und beständig, hilfst du nicht mit deiner Kraft. Vater der Menschen, Quelle der Gnaden, schenke uns du Herzenslicht, dienende Liebe, seliges Sterben, ewige Freude schenke uns, ewige Freude schenke uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sind wir wieder in der normalen Zeit, im grünen Bereich, jetzt bald liturgisch auch in der Farbe, grün, das heißt, es geht weiter. Aber nicht ohne den Heiligen Geist, sondern gerade entschieden durch ihn. Er ist der Atem, der dir heute gegeben ist, damit du heute lebst, zur Ehre Gottes, zum Heil der Menschen und zur ewigen Freude, die wir ersehnen, die im Himmel ist. Bleibt grün, auch wenn heute rot ist, um uns anzufeuern, weiterzugehen in der Hoffnung, im Glauben, in der Liebe. Send uns deines Geistes Kraft, der die Welten neu erschafft. Zeig uns des Trösters Licht. Christus, erbarme dich. Dass in uns das Herz entbrennt, deiner Gnade reich erkennt. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich, wir rühmen dich, danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das Leben. Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich von uns. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Sitz es zur Rechte des Vaters, erbarme dich von uns. Denn du allein bist der Heilige. Allein. Allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zu Ehre Gottes, des Vaters. Lass uns gehen. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im neuen Bund rufst du aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche in ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch des Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt. In ihm habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. In ihm habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr zum Glauben kamt. Der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes hin zur Erlösung, durch die ihr Gottes Eigentum werdet, zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist. Wort des lebendigen Gottes. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Ich will deinen Namen, Herr, meinen Brüdern verkünden, inmitten der Versammlung dich loben. Wie ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, rühmt ihn. Erschauert vor ihm all ihr Nachkommen Israels. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Von dir kommt mein Lobpreis in großer Versammlung. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Die Armen sollen essen und sich sättigen. Den Herrn sollen loben, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Alle Enden der Erde sollen daran denken und sich zum Herrn bekehren. Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nationen. Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
In jener Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand erkennt, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern, liebe Brüder hier in unserer Kirche, St. Laurentius in Ebersheim und alle, die mitfeiern am Livestream oder auch es nachschauen und sich da im Gebet mit uns verbinden. Beide Lesungen am heutigen Montag fangen an mit einem Lobpreis. Gepriesen sei Gott. Das ruft Paulus aus über die Gemeinde in Ephesus, weil er sieht, was Gott tut. Und das ruft Jesus aus in einem Gebet heute zu seinem Vater, weil Jesus sieht, wer Gott ist und wie Gott ist. Mit Lob zu beginnen, das fällt uns zugegebenermaßen nicht immer leicht. Gerade in unseren Tagen ist Kritik eigentlich das Allererste, was wir lesen, hören, äußern. Was nicht gut läuft, was nicht stimmt, was nicht passt, was nicht geht, worüber wir uns ärgern. Das ist oft auch nur eine Schlagzeile wert. Und im wahrsten Sinne des Wortes eine Schlagzeile, die dann auch verletzt, beziehungsweise die oft in die Ohren gehauen wird. Es ist die Frage, wem das geht. Manchmal, um uns Luft zu machen, sicherlich auch, um das ein oder andere zurechtzurücken. Aber wenn wir ehrlich sind, wo fängt etwas an zu wachsen in uns? Ist das immer die Kritik, die wir so großherzig natürlich sagen, ich nehme Kritik an, aber eigentlich, womit geht es los? Ich denke daran, als ich ein kleines Kind war, habe ich meiner Mutter Bilder gemalt. Die waren nicht besonders ausgezeichnet. Das war gekritzelt. Guck mal, Mama. Was hat sie gemacht? Sie hat nicht gesagt, das sieht nicht aus wie ein Pferd. Da musst du noch eine andere Farbe nehmen und ein Pferd ist auch nicht grün und hat außerdem nicht nur drei, sondern vier Beine und so. Sondern sie hat mich gelobt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles gut heißen müssten, aber die Frage ist, womit fangen wir an zu wachsen? Und sicher ist es so wie in den Lesungen heute, Gott zu loben. Damit fängt alles an. Denn wir müssen keine Angst haben, dass er etwas falsch macht oder dass er etwas gegen uns hätte. Gott ist der, der alles gut macht. Und es tut uns gut, wenn wir ihn loben, wenn das die Haltung ist unseres Lebens, Gott zu loben, der Lobpreis. Der Heilige Geist ist die Kraft, in der wir beten. Und manchmal
Manchmal sagen wir auch, gerade jetzt an Pfingsten könnte man den Verdacht haben, dass der Heilige Geist noch gar nicht da wäre und wir ihn sozusagen erst herrufen müssten. Falsch. Weil wir rufen, ist er schon da. Wir könnten gar nicht nach ihm rufen, wenn er nicht schon da wäre. Der Heilige Geist ist es, der in uns betet und ruft, der in Worte bringt, was wir nicht aussprechen können, der das zu Gott ruft, wer er ist, Vater. Und da merken wir, wer wir schon sind, dass wir Kinder Gottes sind, auch wenn wir kritzeln, auch wenn wir noch nicht fertig sind, auch wenn wir Bilder abliefern, wo andere uns den Vogel zeigen. Es geht darum, in Beziehung mit Gott zu gehen und ihm das zu zeigen, wer wir sind. Dass wir ihn brauchen. Dass wir ihn hören. Dass wir ihn sehen wollen, so wie Jesus sagt. Selig seid ihr, die ihr seht und ihr hört, die ihr in Beziehung mit Gott seid. Und auch wenn in unserer Kirche vieles noch gekritzelt ist und vieles unvollkommen, so ist es doch nicht so, dass sie ohne den Geist ist. Ich frage mich sogar, ist es vielleicht der einzige Ort, wo es Raum gibt für den Geist Gottes? Zumindest ist das die Zumutung, die uns die Heilige Schrift sagt. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid erwählt vor der Grundlegung der Welt, sagt Paulus zu den Christen in Ephesus. Und das heißt nicht, dass wir besser sind als die anderen, sondern dass wir den anderen sagen, dass Gott besser ist. Alles größer ist als diese Welt, gütiger ist als wir Menschen und dass er uns lobt, sein Geschöpf. Er lobt uns. Das ist das erste Wort, das in der Heiligen Schrift überliefert ist aus dem Mund Gottes. Es ist gut. Ich sehe es. Gott sieht uns, dass wir gut sind. Und Jesus kommt, um uns das deutlich zu sagen, vom Vater her. Er ist der, der sagt, niemand erkennt den Vater, nur der Sohn. Und niemand erkennt den Sohn, nur der Vater. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Das heißt, Jesus nimmt uns hinein in diesen Blick, den Gott hat, auf uns. Und er nimmt uns hinein in seinen Blick auf Gott. Das Gute zu sehen, den Lobpreis zu leben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Pfingstmontag ist ein geschenkter Tag, der hinter Pfingsten wieder einen Doppelpunkt setzt. Nicht einen Schlusspunkt der Osterzeit, sondern tatsächlich einen Doppelpunkt, das jetzt Pfingsten ist. Der Heilige Geist ist nicht erst herzurufen, sondern er ist schon da. Und die Frage ist, ob wir die Herbeigerufenen sind, die Begnadeten, die Geistbegabten vor der Grundlegung der Welt schon erwählt. Ob wir Kinder Gottes sind, Töchter und Söhne des Höchsten. Die Welt sehnt sich danach, nach einem Lob, das aufbaut und aufrichtet. Es ist gut, dass es dich gibt, du Mensch, auch wenn du kritzelst. Ich tue das auch. Der Vater freut sich, aber riesig, dass es dich gibt. Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist. Atme Gottes, komm. Heiliger Geist, wir ersehnen dich. Komm, du Geist, durchdringe uns, wir ersehnen dich. Komm, du Geist, kehr bei uns ein, wir ersehnen dich.
Atme in uns, Heiliger Geist. Brenne in uns, Heiliger Geist. Wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes, komm. Bitte, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer, Gott, dem allmächtigen Vater, Gott, unser Vater, nimm unsere Gaben an, in denen das Opfer deines Sohnes gegenwärtig wird. Aus seiner Seitenwunde ist die Kirche hervorgegangen als Werk des Heiligen Geistes. Lass sie ihren Ursprung nie vergessen, sondern daraus in dieser Feier heilen und Leben schöpfen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Lass uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. Die Sünde hat die Menschen von dir getrennt, du aber hast sie zu dir zurückgeführt durch das Blut deines Sohnes, die Kraft deines Geistes. Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist dein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich
Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt ist dein Heiland im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnaden. Bis ans Ende der Zeit versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das Heiland und Vater gebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern die Gemeinschaft mit der ganzen Kirche des Pfingstfest, an dem der Heilige Geist ein Feuer zog. Sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Schütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Peter, unseren Weihbischof Bruno Markus und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche gestellt sind, Kinder und Jugendliche, Frauen, Männer und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit
wüssten nicht, wie wir beten sollen, wenn es uns nicht der Sohn offenbart hätte. In der Kraft des Geistes, der in uns ruft, beten wir voll Vertrauen. Vater unser, heilig. Vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pace. That's not
bei uns. Bleibe bei uns, guter Freund. Erfülle unser Herz mit deinem reichen Gaben. Lass uns von Angst befreit am Guten Freude haben, bis wir durch dich vollendet und vereint. Lob, Dank und Preis dem Vater und dem Sohn, der aus des Todes reich zum Leben ist erstanden. In ihm sind wir erlöst und frei von Satans Banden. Lob auch dem Geist, dem ewigen Himmelsthron. Lasset uns beten. Noch zwei Vermeldungen. Leider müssen wir unser Pfarrfest an Kronleichnam wie auch im vergangenen Jahr absagen, wenn es die Corona-Auflagen und auch das Wetter an Kronleichnam erlauben, werden wir jedoch das festliche Hochamt auf der Pfarrhauswiese feiern. Das musikalische Abendlob in St. Pankratius Hechtsheim findet im Mai am Freitag, dem 28. Mai um 19 Uhr statt. Bitte melden Sie sich über das bekannte Buchungsportal dazu an. Zünde in euch die göttliche Liebe. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen und Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja.